Meine Fraktion hat dem sogenannten langen Bericht, der die Aufnahme Litauens empfiehlt, nicht zugestimmt. Das werden wir auch im Plenum nicht tun. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. In diesem Bericht steht, alles soll weitergehen wie bisher. Fiskalpakt, also der Zwang zu Sozialabbau und die öffentlichen Investitionen weiter in den Keller zu fahren. Genau das hat Europa in die Depression geführt. Und die ganzen Konstruktionsfehler des Euros, dass man eine gemeinsame Währung hat, aber einzelne Länder beispielsweise über Lohndumping die anderen immer tiefer in die Schuldenfalle treiben, so wie das Deutschland gemacht hat, die werden eben nicht beseitigt. Und hinzu kommt, eine Mehrheit der Menschen in Litauen hat sich aus genau diesen Gründen gegen die Einführung des Euros ausgesprochen. Das wird offensichtlich hier in Europa nicht respektiert. Wir sagen daher Euro so nicht. Wir möchten, dass die Architektur des Euros grundsätzlich umgebaut wird, weil sonst das Haus Euro einstürzt, und haben von daher unsere Zustimmung diesem Bericht verweigert.